So, wir haben übrigens nichts zu trinken. Ach, wir können Alkohol trinken, ne? Hier, Kalorien 2. Ach, immerhin. Hat das gerade Ausdauer genommen? Oh, tatsächlich, das nimmt uns die Ausdauer. Naja, komm, wenn man Alkohol trinkt, das kann ja, das nimmt einen ja nicht die Ausdauer. Das gibt einen vielleicht die Ausdauer, weil es die Gefühle ein bisschen runterdosiert, sage ich mal. So. Jetzt müssen wir hier auf jeden Fall Leichen verbrennen, damit wir wieder Rüstung haben. Das ist so laut. Das Wasser. Das nervt mich hier richtig schon. Was machen die denn bei The Forest nix? Also unternehmen die da nix? Also man merkt ja, dass es viel zu laut ist. Und was ist das hier eigentlich? Das ist echt so ein Lima oder was ist das? Hier und diese Babys, ne? Aber auf jeden Fall geht es da weiter und da geht es glaube ich sogar hoch. Mal gucken, weil wir haben es gerade noch so überlebt. Das ist so, puh. Und wir haben gleich wieder ein bisschen Rüstung. Aber habt ihr das gesehen? So schnell kann die Rüstung weggehen. Schade, dass wir haben so viel Rüstung gehabt. Aber immerhin haben wir es überlebt. Das ist die Hauptsache. Boah. Mega. Ich habe mich heute schon 100-mal erschrocken. Kriege ich schon richtig Schweißausbrüche. Oh, was ist das denn? Oh, Great Save. Was? Aber das ist jetzt nur so ein Katalog, ne? Wäre schön, wenn wir eine Kettensäge gehabt hätten oder jetzt gekriegt hätten. Aber vielleicht sind wir auf dem Weg dahin. So, kann ich nicht einfach alles schon reinhauen? Nee. Zack. So. Und zack. Zwei Leichen für zwei Rüstungen. Also, aber man muss ja auch überlegen, man kann diese Rüstung eigentlich schon recht schnell craften, wenn man es so sieht. Man muss nur Leichen schleppen und man kriegt ja hier schnell Leichen, beziehungsweise man muss halt, also man kann, ich meine, die kommen ja hier später an wie, was weiß ich, wie Ameisen oder so. Zumindest oben. Da musst du nur einen kleinen Spaziergang machen und normaler Tourist wäre schon 10-mal tot. Hier sind übrigens Sticks. Wow. So, hier können wir hoch. Dann vielleicht finden wir ja noch mehr Sticks. Dann kann ich nämlich endlich ein Shelter bauen. Das wäre echt geil. Ich hoffe, wir treffen hier bloß nicht auf diesen Dingsbums-Gedöns. Auf diesen Mutanten. Moment mal. Ich werde hier noch einmal ganz kurz zur Fackel greifen. Aber ehrlich gesagt, ich muss sagen, auch wenn es ein bisschen chaotisch ist, es macht auf jeden Fall eine Menge Spaß, hier in der Höhle zu sein. Es war auch mega stressig, aber auch mega spaßig. Hängt da eine Leiche oder was hängt da? Das könnten wir sein. Ja, also weil wir hangen ja auch schon mal da. Nein, nicht mit der Fackel schlagen. Aber da können wir rein theoretisch auch jemanden so hier in Flammen bringen, sozusagen. Übrigens, das da hinten, seht ihr das da? Das sieht aus wie so ein Schankfehler in Minecraft. So, wie viele Sticks brauchen wir jetzt eigentlich für so einen temporären Shelter? Ich hoffe, wir können da auch überhaupt speichern. Das wäre mir das Wichtigste. Schlafen müssen wir nicht, aber ich glaube, wir können nur schlafen, aber nicht speichern. Das ist das Ding. Für den Sticks, okay. Und wir haben... Wie viele Sticks? Wir haben 6. Na gut, finden uns 8. Das ist kritisch. Fackel. Achso, können wir die auch so anzünden, ohne Dings? Ja, aber ich glaube, das hält dann nicht so lange, ne? Können wir da nicht auch einfach Alkohol ranmachen? Hä? Ach, die hat eine Uhr. Achso. Natürlich, ne? Einfach erstmal die Uhren von Leichen klauen. Oder von irgendwelchen Passagiere. Ich kann das immer noch nicht aussprechen. Ist da unten was? Weil da leuchtet es. Gut, Speer oder nicht Speer? Ich gehe lieber sicherheitshalber mal zum Speer. Gehen wir mal hier runter. Kommen wir aber schon wieder hoch, ne? So. Was sind das hier für Teile? Frage ich mich. Okay, da können wir zwar runter, schön und gut, aber ich möchte das jetzt eigentlich gar nicht. Also noch nicht. Ich glaube, wir kommen hier... Oh, doch, wir kommen hier tatsächlich... Oh, hoch. Na, die Fackel wäre wieder gut. So, ich habe gerade Chaos versehen gedrückt anstatt L. Ist direkt daneben.
Sieht aus wie so ein Kürbis. Einfach so ein Kürbis aus dem Schädel geschnitten. Oh. Oh Gott, oh Gott. Heilige Scheiße, Mann. Das ist... Jetzt weiß ich auf jeden Fall, warum es ein Horrorspiel ist. Das ist ja nicht normal, wie die da manchmal stehen, einfach vor dir. Du gehst gerade aus dem Inventar oder guckst dich gerade mal so. Auf einmal steht da vor dir jemand. So, und das so recht zwischen dunkel und hellen so. Wisst ihr, was ich meine? Ich hab Angst, dass der hier mich gleich runterboxt. Gut ist, wir können auf jeden Fall noch Alkohol trinken. Also, wir können zum Glück Alkohol trinken. Das war auch nicht so gut für die Ausdauer, aber immerhin können wir denn überleben. Jesus Christus, ey. Wir können hier noch überall hin. Und ich dachte vorhin, und wir können da unten noch hin, und ich dachte vorhin wäre schon Schluss. Ich weiß echt nicht, ich kann nicht irgendwie darauf vertrauen, dass das Spiel echt pausiert, wenn ich im Inventar bin. Oh. Ich weiß nicht, was war das gerade? Also ich weiß, dass da die Babys sind. Das ist jetzt so das Drama. Die bespringen einen, ja. Die bespringen einen. Oh, dann kriegt man ein bisschen Schaden. Das ist aber nicht so das Drama. Aber irgendwas kam da doch gerade rausgebrochen oder so. Das hat sich zumindest so angehört. Hallo? 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 Hi. Hallo, 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 na? Willst du einen Lolli? Oder wollt ihr einen Lolli? Sollte hier vielleicht nicht ohne Waffe gerade sein? Kann man hier nicht eine Fackel irgendwo hinstellen oder so? Ist mir ehrlich gesagt echt die ganze Zeit zu dunkel. Oh. Also, weil... Das bringt einfach nichts, dieses Feuer. Ist aber auch logisch. Das, ich meine, wenn wir hier mit einem echten Feuerzeug wären, also im echten Leben, da würdest du selbst mit einem Feuerzeug nicht so viel sehen, wie wir jetzt sehen. Weit nicht. Das Ding ist, ich sehe hier halt nicht, wo die gerade sind. Und ich glaube, die haben uns wahrscheinlich schon wieder auf dem Visier. Wobei, weil wir können das ja sehen. Ich weiß aber nicht, wie das Augensymbol ist, wenn wir gesehen sind. Geworden sind. Kommt doch her jetzt. Es kommt jetzt her, aber kommt so ins Licht, sag ich mal. Ich habe Angst, dass so Angst vor den Babys habe ich ja nicht so, aber ich habe Angst, dass hier irgendwie noch was anderes auf uns wartet. Oh, kam hier gerade ein Baby schon hingesprungen? Auf jeden Fall sind die hier in Bewegung, das hört man. Pass auf, wir machen jetzt einfach mal die Fackel hier an. Ich weiß jetzt schon, dass gleich da was vor uns steht. Hallo? Mach doch das mal anzünden hier. Ich dachte, das geht. Kann man das eigentlich auch mit Alkohol machen? Wäre mal auch interessant zu wissen. Können wir mal wissen, wie die Lage ist, ja? Hier ist der Sachverhalt. Können Sie den mir mal bitte schildern? Okay, der Sachverhalt ist, dass das Baby da hinten ist. Und was auch immer da gerade macht. Und, ja, der Sachverhalt ist auf jeden Fall, das sind zwei Babys.
Ein Passagier, keine Ahnung. Ich weiß jetzt schon, dass wir hier eine ganze Folge wahrscheinlich verbracht haben. Nur hier in diesem einen Bereich jetzt. Aber gut, okay, pass auf. Kein Problem. Müssen wir uns einmal kurz drum kümmern. Oh. Wisst ihr, was ich jetzt meine? Ich habe doch keine Hallos oder was? Jetzt traue ich mich schon wieder nicht mehr dahin. Ich möchte einfach nur nicht sterben. Mehr möchte ich nicht. Okay, das erste Baby ist, glaube ich, tot. Hä? Fliegen die? Fliegenbabys. Wie Fliegenpilze. Also, dass die fliegen, weiß ich, aber die fliegen auch in der Luft. So, wisst ihr, was ich meine? Das eine ist springen, aber... Das andere ist fliegen. Ich kann die auch nicht töten irgendwie, ne? Also ich habe ja versucht, gerade auf die zu stechen. Ich weiß nicht, wie viel Schaden die machen. Ich denke mal nicht so viel. Komm jetzt. Na, danke. Das war doch ein zweites noch. Komm schon her, jetzt komm her, jetzt komm her, jetzt... Oh Gott, jetzt reicht mir hier langsam, ja. Jetzt hier ehrlich gesagt keine Lust, mich hier 20 Stunden aufzuhalten, nur wegen so einer Kacke hier, ja? Wegen so einer Kack-Kinderscheiße hier, ja? Meine Fresse, ja? Jetzt komm, jetzt hier endlich jetzt mal durchgehen, ja? Jetzt komm, hier, ja, jetzt stört mir, nervt mich nicht, ja? Ihr seid tot, okay, schön. Freut mich, dass ihr hier tot seid. Interessiert mich aber auch irgendwie schon. Ich weiß auch jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, was hier Sache ist. Also, ich wechsle mal ganz kurz wieder zur Fackel. Warum ich das mache, ist übrigens, ich könnte hier jetzt auch einfach durchgehen, aber ich möchte ehrlich gesagt nichts übersehen. Und auch an sich möchte ich mal so ein bisschen die Höhlen sehen, wie die aufgebaut sind. So, sonst ist jetzt hier nichts Besonderes. Hier haben wir wieder so ein Passagier mit dem Darm hier. Ah, okay, da hat sie auf jeden Fall den Blinddarm raus operieren lassen. Naja, okay, weiß ich nicht. Ich bin kein Profi. So, und da können wir dann jetzt hoch. Freut mich schon. Cool, da hätten wir jetzt so 20 Minuten... 20 Minuten gebraucht. Dafür hätten wir nur 3 Minuten gebraucht, 2 Minuten gebraucht. Nein, ich brauche 20 Minuten. So, was erwartet uns jetzt hier oben? Du bist jetzt ja noch nicht so viel. Ich hoffe, irgendwas zu trinken. So ein Schleichweg. Das bedeutet bestimmt nichts Gutes. Oh, Ruckel. Ruckel, Ruckel. Wo sind wir denn jetzt? Draußen? Ah, ich kenne das schon hier. Aber perfekt. Ist nicht schlecht. Hier haben wir direkt was zu trinken. was erwartet uns denn jetzt hier? Vielleicht trinken. Und hier ist aber kein Trinken. Oder doch? Nein, das ist ein... Oh, oh Mann, oh. Komm bitte trinken. Trinken. Ja, das meinte ich übrigens mit diesen heiligen Bäumen, die Kannibalen hier, die verehren die. Ja, doch, wir haben was zu trinken bekommen. Cool. Dynamite haben wir auch. Oh ne, das sind Flares, ne? Ja, wir übrigens eine Flare Gun haben wir jetzt auch, ne? Genau. Genau, macht die irgendwie Damage oder sowas? It can be used as a weapon or to create distraction, okay. Da ist nochmal ein bisschen Alkohol. Oh, Medikamente, beziehungsweise... Ja, was zum Heilen eher. Medikamente, kann man ja nicht so sagen. Ah, ich habe mich gerade schon gewundert, wo wir sind. Das ist ja geil. Jetzt sind wir hier, hier im Dingsbums. Hier in diesem schwarzen... schwarzen Loch, wollte ich gerade sagen. In diesem Loch hier. Da hinten ist ja auch unsere Behausung. Also wir sind gerade sozusagen genau gegenüber von unserer Behausung. Ist das nicht schön? So, und was erwartet uns hier? Ich weiß, dass hier uns das Ende erwartet, aber ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob wir
Also ob wir hier einerseits wieder rauskommen, ja, das wäre auch mal interessant zu wissen. Also wir können uns hier vielleicht hochspringen oder sowas, hochbacken, keine Ahnung. Aber da oben ist eine Alpha-Wand, da kommen wir dann wahrscheinlich doch nicht hoch. Ich mache mir erstmal einen Shelter, einen temporären Shelter und hoffe darauf, dass wir speichern können. Danke, jetzt haben wir hier irgendwo im Nirgendwo ein Blueprint gesetzt. Ist das nicht cool? So. Ne, wobei ich setze ihn lieber mal hier hin. Nicht, dass wir jetzt die Sticks oder sowas irgendwo anders platzieren, reinsetzen, obwohl wir es gar nicht wollen. So, dahin. Danke. Dann haben wir da Sticks. Also Sticks haben wir hier auf jeden Fall genug. Ich glaube, das ist hier als so eine Art Safe Room gedacht, dass wir jetzt hier nach der Höhle so ein paar Sachen mitgenommen haben, bla bla bla, hier halt durchkommen. Und ja, jetzt sind wir hier und hier geht es ja auch zum Ende. Also hier ist das Finale später von The Forest. Ich weiß aber nicht, ob das so viel Sinn macht. Jetzt können wir erstmal speichern. So, wo speichern wir? Ich glaube, ich speichere erstmal hier, damit wir nicht unseren alten Spielstand schreiben. Gut. Boah, ich könnte noch 10 Stunden heute aufnehmen. Das ist macht das Spiel wesentlich spannender und hier geht es sogar noch weiter. Jetzt haben wir auf jeden Fall gespeichert. Das freut mich schon mal. Und schlafen können wir rein theoretisch auch, aber das bringt uns ja jetzt nicht so viel. So, achso, ich dachte, hier geht's noch weiter. Achso, hier geht's auch noch weiter. Oh, in eine Höhle. Ah, wie geil ist das denn? Warte mal, geht das hier sogar vielleicht noch weiter oder so? Da hinten ist auch noch eine Höhle, ne? Glaube ich, da, also da, wo jetzt gerade der Speer hin zeigt. Kann das vielleicht sein, dass alle Höhlen, die es hier in The Forest gibt, vielleicht da hinten auch nochmal, da wieder, dass alle Höhlen, die es in The Forest gibt, in dieses Loch hier im Prinzip enden oder münden im Prinzip. Das könnte man doch so machen. Also könnte ich mir so vorstellen, dass das so ist. So, gehen wir mal hier wieder rein.